Und damit, oh, was da? Was stimmt denn hier nicht? Da ist doch irgendwas nicht richtig. Moment, das habe ich gleich. So. Und vielleicht habt ihr es geahnt, Liebe liegt in der Luft, nicht nur im Candy Shop, auch in World of Warcraft. Und hier geht es jetzt um drei Erfolge. Einmal Liebesmagnet, Leuchtfeuer der Liebe, sie lieben mich wirklich. Und am Ende dieses kleine Prisma als Spielzeug zum permanenten Erlernen, was ihr auch kaufen könnt auf dem Fest Liebe liegt in der Luft. Das erste, was ihr braucht, um diesen Erfolg zu machen, ist eine große Gruppe. Wir beschleunigen das mal etwas hier und ich erkläre euch gleich, was wir da die ganze Zeit gemacht haben. Ihr müsst dieses Prisma, was da so schön runtertickt von 60 Sekunden, braucht ihr unbedingt jeder eurer Mitspieler und dann benutzt ihr am besten den Gruppenfinder und sucht euch mal erstmal so 30 bis 40 Spieler und versammelt euch irgendwo, wo ihr ungestört seid. Und dann bildet ihr eine Linie und lauft immer Kreis herum. So, für den Spieler, der diesen Erfolg haben möchte, funktioniert das wie folgt. Er stellt sich einfach nach vorne, so wie ich in diesem Fall. Ich habe dieses markierte X, damit es nicht zu Verwechslungen kommen kann. Ein anderer Spieler muss durchgängig sein Prisma aufrechterhalten. Er darf damit dann eben nicht weglaufen. Und wenn er das macht dort, dann läuft dieser Buff, ihr könnt den oben rechts sehen, der läuft immer nach 10 Sekunden ab. Damit der permanent bis 50 hochstackt, muss jeder Spieler innerhalb von 10 Sekunden, der da steht, sein Prisma drücken und dann geht das wieder bei 10 Sekunden los. Jetzt hat dieses Prisma allerdings eine Abklingzeit von einer Minute. Deswegen braucht man viele Spieler und muss mit denen halt im Kreis laufen die ganze Zeit. Wenn ihr das nämlich zu schnell macht, dann haben die Abklingzeit darauf und der Buff läuft aus und ihr müsst das Ganze nochmal machen. Und so geht das auch mit dem ganzen Erfolg. Ist eigentlich im Grunde jetzt vom System her recht einfach. Ihr bildet eine Schlange, stellt euch immer wieder hinten an und nur als Tipp, wie man das Ganze machen kann, macht es nicht auf jeden Fall, dass ihr sagt, so wer jetzt vorne in der Schlange ist, ist der Nächste, der dran ist, macht eine Liste. Das geht wunderbar als Beispiel, wenn ihr die Leute in das Teamspeak holt. Da könnt ihr eine auch einen Schlachtzugleiter mal sagen, jetzt, 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 wann er klicken muss. Und im Teamspeak können die Leute, die reinkommen, ihren Namen eintragen da drinne. Dann kann derjenige, der den Schlachtzug leitet, wenn jetzt einer den Erfolg hat, der Nächste kommt, der weiß immer, wer als Nächstes dran ist. So, und dann geht das Ganze recht schnell. Und hier seht ihr, da habe ich auch noch dieses Spielzeug bekommen. Und so kann man das machen. Und 50 Aufladungen reichen voll und ganz. Viel Spaß!